Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und dass wir heute Gottesdienst feiern können und das feiern, indem wir uns daran erinnern, wie sehr Gott uns liebt. Kannte das letzte Lied nicht, aber drückt einiges an guter Wahrheit aus. Dass wir gerade eine Woche nach Ostern uns daran erinnern können, dass auch wenn das Wetter ein bisschen dunkler geworden ist und ein bisschen kälter, dass wir an Ostern gefeiert haben, dass Gott uns liebt und dass Gott es gut mit uns meint und dass etwas ganz Neues angebrochen ist, was eine Hoffnung uns gibt, auch wenn die Wolken aufziehen. Und deswegen ist es gut, wenn wir zusammenkommen und davon singen und davon hören, dass wir geliebt sind und dass Gott es gut mit uns meint. Von all den Botschaften, die wir hören in dieser Welt, von all den Botschaften, die wir uns oft selbst sagen, müssen wir immer wieder zusammenkommen, uns in die Augen schauen und sagen, aber wir haben einen, der uns wirklich liebt, der es wirklich gut mit uns meint. Und aus dieser Identität heraus, aus diesem Überfluss der Liebe, den wir selbst erfahren können, wollen wir auch von Himmel auf Erden träumen. Von Himmel auf Erden, was aber in unserem eigenen Leben anbricht. Und das ist, was wir an Ostern gefeiert haben. Und das ist irgendwie, scheint es schon wieder so eine Woche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Woche war extrem voll. Und ich habe so das Gefühl, Ostern war schon wieder so wie Neujahr. Schon wieder so weit weg. Und die Frage, die wir uns stellen und die ich auch uns heute stellen möchte, ist, was passiert eigentlich jetzt? Was jetzt? Wir haben Ostern gefeiert. Wir haben gefeiert, dass da etwas Neues anbricht, eine neue Welt. Und dass da Osterhoffnung ist und jetzt sind wir schon wieder eine Woche und eine Woche, vielleicht hattet ihr Urlaub, die am Dienstag wieder auf die Arbeit mussten oder wieder, die wissen, die eine Woche da waren, kamen wieder die normalen Probleme und das normale Leben. Und da ist die Frage berechtigt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wie sieht es denn jetzt aus und jetzt? Und das Schöne ist, das ist eigentlich die Frage, die über unserer ganzen Predigtserie steht, der Apostelgeschichte. Weil das ist genau das, was passiert. Lukas schreibt in seinem Bericht über das, was Jesus getan, gelehrt hat, dann seine Kreuze, das Kreuz, die Auferstehung. Und dann hört er damit auf in seinem ersten Bericht und dann geht es weiter in seinem zweiten Bericht, der Apostelgeschichte, wo wir uns die Frage stellen, wie geht das denn jetzt weiter, nach dem, was wir mit Jesus gesehen, erlebt und gehört haben. Und Jesus selbst sagt in Johannes 20, Vers 22, seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist, begegnet er ihnen und sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Also es ist nicht so, als würde mit Ostern etwas aufhören, sondern etwas Neues beginnt. Und Jesus sagt seinen Jüngern und für die, die sich in dieser Tradition wiederfinden und sagen, ja, ich bin auch so einer, der lernen will von Jesus, der sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Also da hat was angefangen mit Ostern und die Frage ist für mich, und das sind zwei Fragen, über die ich kurz nachdenken will heute, ist, was genau soll weitergehen? Und wie soll es weitergehen? Was genau soll weitergehen und wie genau soll es weitergehen? Wenn wir uns den Anfang und das Ende der Apostelgeschichte anschauen, dann finden wir ein literarisches Prinzip, das sich Inclusio nennt. Und dieses literarische Prinzip Inclusio bedeutet, dass du am Anfang und am Ende ein Thema erwähnst und das bedeutet, dass alles, was zwischendrin passiert, unter diesem Thema steht. Also am Anfang wird etwas genannt und am Ende wird etwas genannt und alles, was dazwischen steht, fällt unter dieses Thema. Und wenn wir uns den Anfang und das Ende der Apostelgeschichte anschauen, dann sehen wir Folgendes. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise, als er der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also der Anfang ist, dass Jesus für 40 Tage nach Ostern mit seinem Jesus redet über das Reich Gottes. Und dann Apostelgeschichte 28, das Ende der Apostelgeschichte,
30 bis 31, Paulus, der Apostel Paulus, aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Ich habe mich lange gefragt, warum Lukas in der Lukas-Evangelium fast kein Paragraph auslässt, ohne das Reich Gottes zu erwähnen. Und dann finden wir aber in der Apostelgeschichte das Reich Gottes, die Worte des Reich Gottes nur eine Handvoll Mal erwähnt. Bis ich in die Kirche nach Darmstadt gegangen bin und den Eric habe predigen gehört. Der Eric hat nämlich in seinem Masterstudium sich ganz intensiv mit dieser Passage auseinandergesetzt und der hat mir erklärt und der Gemeinde, und ich war froh, dass ich da war und mitgeschrieben habe, so wie man sich das gehört, der hat mir von dem literarischen Prinzip des Inclusios erzählt. Was bedeutet, du fängst am Anfang was an und am Ende und auf einmal das ganze Thema fällt da drunter. Und da haben wir wieder Lukas, der eine Sache mitgeben will und das ist, um das Reich Gottes geht. Jetzt kann man das Reich Gottes viele Art und Weise erklären. Wir bei Kirche in Aktion benutzen ja ganz oft die Worte Himmel auf Erden. Das ist eine Art und Weise, wie wir das Reich Gottes erklären können, durch das Vaterunser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eine andere Art und Weise, wie wir das Reich Gottes, und das sind alles nur Bilder für das Reich Gottes, ist ein Satz, der mir geholfen hat, das Reich Gottes zu formulieren. Nämlich ist es eine Revolution der Liebe fürs Leben. Es ist eine Revolution der Liebe fürs Leben. Das Reich Gottes können wir verstehen als eine Revolution der Liebe fürs Leben. Im Zentrum ist die Liebe. Und ich weiß nicht, ob du heute zum ersten Mal hier bist oder schon oft kommst, aber wenn es eine Botschaft gibt, die wir immer wieder singen, immer wieder hören, ist, dass Gott uns liebt. Dass Gott dich liebt. Dass es da nichts gibt, was du tun kannst oder lassen kannst, damit Gott dich nur ein Stück weit mehr liebt. Er guckt dich an und freut sich über dich. Das heißt nicht, dass alles, was du tust und was ich tue, richtig oder gut ist. Aber es ist ganz unabhängig von der Liebe Gottes. Im Zentrum ist es eine Revolution der Liebe, dass Gott uns liebt und dass das, was er mit seiner Revolution sich wünscht, zutiefst an die Liebe geknüpft ist. Napoleon Bonaparte hat das mal super schön zusammengefasst. Der hat gesagt, ich kenne Männer und ich sage dir, dass Jesus Christus nicht nur ein Mann ist. Man kann ihn mit keiner Person dieser Welt auch nur annähernd vergleichen. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Imperien gegründet. Auf was haben wir aber unsere genialen Kreationen gebaut? Auf Gewalt. Jesus Christus baut sein Imperium auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen von Menschen für ihn sterben. Es ist eine ganz andere Revolution, es ist ein ganz anderes Reich, was Jesus in Gang gesetzt hat. Ein Reich der Liebe. Und wenn das, was wir tun, auch im Namen Jesus nicht im Herzen die Liebe widerspiegelt, dann ist sie nicht die Revolution, die Jesus sich vorgestellt hat. Es ist eine Revolution, die sich ausbreitet durch Liebe. Nicht durch Hass, nicht durch Gewalt. Nicht durch, hier sind wir und da sind die anderen. Das Ziel rechtfertigt auch nicht die Mittel, sondern es ist eine heilige Liebe, eine Liebe, die sich offenbart am Kreuz, wo wir einen Gott sehen, der sich so sehr hingibt, nichts zurückhält. Und aus dieser Liebe heraus leben wir diese Revolution. Es ist eine Revolution der Liebe für das Leben. Und da müssen wir uns als Christen einfach auch ab und zu mal dran erinnern und uns auch ein bisschen entspannen. Manchmal sind wir dann so ein bisschen zu ernst geworden, dass diese Revolution der Liebe ist für das Leben. Wir sollten eigentlich die sein, die bekannt dafür sind, das Leben richtig zu feiern, richtig zu genießen, die Schönheit, die Kreativität.
die Gott uns in das Leben geschenkt hat, dass wir die sind, die das Leben feiern. Es ist eine Revolution für die Erneuerung der Schöpfung. Das, was in dieser Schöpfung kaputt gegangen ist, was das Leben kaputt gemacht hat, dass wir das wiederherstellen, dass das in unserem eigenen Leben und in dem Leben und in der Schöpfung wiederhergestellt wird. Es ist eine Revolution für das Leben, in der wir keine Gefängnisse und Entführungen haben, wo es keinen Kindermissbrauch oder Rassismus gibt, wo Gier und Armut, Verschmutzung und Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Chaos keinen Platz haben. Es ist eine Welt voller Glauben und Hoffnung, eine Welt voller Freiheit und Kreativität, Freundlichkeit und Gerechtigkeit, Großzügigkeit und Frieden, Vielfalt und Harmonie, Liebe und Vergebung, in einer Welt voller Leben und Annahme. Jesus wollte keine neue Religion gründen, sondern er ist gekommen, um eine politische, soziale, wirtschaftliche und spirituelle Revolution in Gang zu setzen, die eine ganz neue Welt hervorbringt und in der wir jetzt eingeladen sind, wenn wir über das Reich Gottes sprechen, eingeladen sind, das mitzuleben und mitzutragen. Also das ist die Definition vom Reich Gottes. Das ist, was jetzt weitergehen soll. Und deswegen sind wir da und einige von Kirchenaktion auch mit so einer Leidenschaft dabei, weil das ist besser als jede politische Agenda. Das ist besser als jede Ideologie. Eine ganz neue Welt, eine ganz neue Schöpfung hat an Ostern angefangen und wir dürfen diese neue Welt, diese Schöpfung jetzt weiterbringen, dafür arbeiten, dafür kämpfen, ja, auch dafür leiden. Weil wir glauben, eine bessere Welt ist möglich. Eine Welt voller Glauben, voller Hoffnung, voller Liebe. Für uns und für unseren Nächsten. Und dann die zweite Frage ist, wie genau soll diese Revolution weitergehen? Und da spanne ich mal so die Apostelgeschichte. Wie gesagt, wir sprechen ja schon seit Wochen und werden da wahrscheinlich noch ein paar Wochen drüber sprechen. Aber wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, dann gibt es ein paar Kernmerkmale, wie genau diese Revolution sich ausbreiten soll. Wie soll das weitergehen? Meine erste Beobachtung: Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du diese Revolution, wenn du gerade nur ansatzweise verstanden hast von dem, wovon ich eben geredet habe, wenn du glaubst, du schaffst das aus deiner eigenen Kraft, dann hast du ein Problem. Dann ist es eine neue Gesetzlichkeit. Und du wirst dich abmühen und du wirst es nicht schaffen. Diese neue Welt, in der wir vergeben, wie schwer ist es überhaupt zu vergeben? In der wir den anderen annehmen. Ich mag eigentlich so die so sind wie ich. Das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis ans Ende der Welt. Chris hatte vor einigen Wochen erklärt, dass dieses griechische Wort für Zeugnis ist eigentlich das Wort, wovon wir Märtyrer bekommen. Es ist nicht nur eine Kraft, irgendwie ein Zeugnis zu geben, wenn ich in der U-Bahn sitze, sondern es ist eine Kraft, die mich befähigt, ein Mensch zu sein, der die Revolution der Liebe fürs Leben lebt und dafür bereit ist zu sterben. Das ist die Kraft, die wir an Pfingsten feiern. Und lass mich kurz ehrlich sein, wenn die Nachfolge, deine Nachfolge auch als Christ immer mehr ein Kampf und ein Krampf ist und alles ist schwierig und alles ist Last. Sagen wir es mal so, wenn dein Lieblingsvers ist, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen, dann läuft etwas falsch. Dann gibt es da gute Nachricht für dich. Ich sage euch ganz ehrlich, das Leben ist hart. Das Leben ist nicht einfach. Wenn ihr es bis jetzt noch nicht kapiert habt, es geht nicht nur euch so. Es geht uns allen so. Und wenn wir da nicht an die Kraftquelle Gottes immer wieder angeschlossen werden, wo wir neue Kraft von dem Geist Gottes erfahren können, dann brennen wir aus. Dann laufen wir. Aber wir schaffen es nicht, ans Ziel zu kommen. Und deswegen müssen wir immer wieder schauen, wie der Geist Gottes uns füllt mit neuer Kraft.
die uns auffahren lässt mit Flügeln wie Adler, damit wir laufen und nicht müde werden. Und wenn du an einem Punkt bist, wo du kämpfst, wo du dich im Hamsterrad fühlst, Gott will dir da neue Kraft geben. Dann wird sich alles verändern. Die Frucht des Geistes ist nämlich Hoffnung, Glauben, Liebe, Freude und Freiheit. Die Frucht des Geistes ist Glaube, Liebe, Freude und Freiheit. Dem Philosophen Friedrich Nietzsche wird nachgesagt, dass er einmal gesagt haben soll, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Wir brauchen die Kraft Gottes, um erlöster nicht nur auszusehen, sondern erlöster zu leben. Weißt du, der Vers, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, bedeutet nicht, du sollst mit dem Kreuz die ganze Zeit rumlaufen, sondern dass du an den Punkt kommst, wo du am Kreuz stirbst zu deinem eigenen Leben und sagst, ja, ich will auferstehen zu einem neuen Leben in Christus. Und dann ist die Frucht des Geistes, dass Freiheit und Freude und Hoffnung in dein Leben kommt. Die zweite Beobachtung, die ich habe, ist, wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob ihr Eli Bohn und Charles Tripp kennt. Eli Bohn wurde 1844 in Ohio geboren. Und sein Oberkörper war wie jeder andere Oberkörper, aber er hatte keine Beine. Charles Tripp wurde 11 Jahre später, 1855, geboren. Er hatte Beine wie jeder andere, aber wurde ohne Arme geboren. Und diese zwei wurden Freunde und Arbeitskollegen und unterstützten sich ein Leben lang gegenseitig. Und dieses Foto fasst diese gegenseitige Unterstützung ganz gut zusammen. Wie gesagt, 1855, die iPhones hatten noch nicht die beste Qualität. Dir fehlt vielleicht kein Bein oder dir fehlt gleich kein Arm, aber wir alle brauchen einander, wenn wir wirklich an diese Revolution der Liebe fürs Leben glauben. Wir brauchen einander. Deswegen sagen wir bei Kirche in Aktion ja immer, wir glauben an die Rasseltheologie. Die Rasseltheologie, die sagt, du hast einen an der Rassel und ich habe einen an der Rassel. Lass uns gemeinsam Musik machen. Weil wir sind nicht so erfolgreich, wie wir nach außen manchmal tun. Wir sind nicht so stark. Wir haben unsere Einschränkungen. Aber gemeinsam können wir richtig was bewegen. Gemeinsam können wir Fahrrad fahren. Gemeinsam können wir für diese Revolution der Liebe fürs Leben wirklich etwas machen. Ein Bild geht mir seit Wochen nicht aus dem Sinn. Und das ist ein Bild so ein bisschen für unsere Arbeit auch von Kirchenaktion, wo ich jetzt gerade auch nach Darmstadt gegangen bin, aber auch hier in Frankfurt. Ist das Bild von einer Hand. Ich habe so das Gefühl, vieles von unserer Kirchenarbeit ist so ein Bild von einer Hand. Wir gehören irgendwie zusammen, viele von uns gehören zusammen, aber es ist so eine Hand, die eine offene Hand ist. Und jetzt aus meiner jahrelangen Kampfsporterfahrung muss ich euch sagen, außer ihr seid Bruce Lee, ist es schwierig, so zu kämpfen. Okay, der Bruce Lee, der brauchte nur den kleinen Finger. Könnt ihr auf YouTube alles nachschauen. Hat mich 3 Stunden meiner Predigtvorbereitung gekostet. Außer du bist Bruce Lee, kommst du mit deinem kleinen Finger nicht weit. Und so habe ich das Gefühl, sind wir gerade als Kirche an einem Punkt, wo wir hier zusammen sind und wir versuchen so ein bisschen zu kämpfen. Aber wenn wir als Kirche zusammenkommen und aus der offenen Hand eine Faust wird, dann kann ich euch sagen, dann hat das Schlagkraft. Dann können wir richtig was gemeinsam bewegen. Dann können wir einen richtigen Unterschied machen. Dann können wir schauen, wie wir die Dunkelheit in dieser Welt ein Stück weiter wegschieben
und ein Stück mehr Licht in diese Welt hineinkommt. Ein Stück mehr Liebe. Und ich weiß, dass das unserem Individualismus sehr gut tut und wir alle so ein bisschen unsere eigenen Träume entwickeln und auch überlegen, wo will ich denn mich einbringen, was will ich denn tun? Und so rede ich mit ganz vielen und immer ist die Frage so, was ist mein Platz? Aber was ist unser Platz, ist die Frage. Weil so werden wir hier ein bisschen, außer du bist Bruce Lee, wie gesagt, dann will ich nicht mit dir reden, dann wird es nur gefährlich. Lass uns von diesem Bild zu diesem Bild kommen, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann lese ich da von einem Haufen von Leuten, die so unterwegs sind, die aber auch alle einen an der Rassel hatten, wenn du genauer zwischen den Zeilen liest. Und dann das dritte und letzte, eine dritte und letzte Beobachtung, wir müssen alles geben. Also wenn ich die Apostelgeschichte studiere, dann sehe ich da einen Haufen von übermotivierten Männern und Frauen, die alles geben für diese Revolution der Liebe fürs Leben. Die alles irgendwie in den Ring werfen, was sie haben. Manche verrückte Sachen auf sich nehmen, wo wir heute schauen würden und sagen, boah, das ist aber nicht so clever. Jetzt mal abgesehen, ob das clever ist oder nicht, das Herz war voll dabei. Sind wir bereit, alles zu geben? John Wesley, Weckungsprediger und Gründer der Methodisten, hat einmal gesagt, gib mir 100 Männer und Frauen, die nichts fürchten außer die Sünde und nichts verlangen außer Gott und ich werde die Welt erschüttern. 18. Jahrhundert, aber erschüttern noch was Positives. 100 Männer, sagt Wesley. Er hatte Tausende, Zehntausende, zu denen er gepredigt hat. Er hat gesagt, ich will nur 100. 100, die von einer offenen Hand zu einer Faust werden. Und ich werde diese Welt erschüttern. Viele sind mit angezogener Handbremse in ihrem Glauben unterwegs. Ich war vor einigen Wochen mit meiner Frau im Auto unterwegs. Ich bin gefahren, sind dann eine Ampel gekommen und meine Frau, ohne dass ich es gemerkt habe, zieht auf einmal die Handbremse. Ich will das jetzt nicht kommentieren, ich will dazu auch nichts sagen. Ich habe nach 2 Jahren Ehe gelernt, dass man manche Sachen auch einfach anders sehen kann. Auf jeden Fall habe ich nicht gemerkt, wie sie die Handbremse gezogen hat. Wir waren noch nicht mal am Hügel oder irgendetwas, aber ich hinterfrage das nicht. Wie man auf diesen Gedanken kommen könnte, wenn man Beifahrer ist, einfach die Handbremse zu ziehen, während der Fahrer nicht hinguckt. Ich hinterfrage das nicht. Ich bin losgefahren und auf einmal hat es gerüttelt. Ich würde da jetzt nie sagen, dass die Schuld da bei meiner Frau liegt, weil man kann ja auch einfach die Handbremse ziehen, ist ja vielleicht auch eine Sicherheitsmaßnahme, die nötig ist in manchen Fällen. Auf einmal hat es gerüttelt und es hat so ein bisschen angefangen zu riechen. Und wer mich kennt mit meinem roten Ferrari und meinen 65 PS, der weiß, dass ich gerne alles raushole aus der Kiste, was da rauszuholen ist. Aber es ging nicht. Es ging nicht und es hat gerüttelt und es hat angefangen zu stinken. Bis ich realisiert habe, dass aus irgendeinem Grund, ich will das nicht beurteilen, meine Handbremse angezogen war. Ich habe sie gelöst. Es hat nicht mehr gestunken. Es hat nicht mehr gerüttelt. Und ihr hättet mich mit meinen 65 PS durch die Straßen fliegen sehen. Auf einmal ging es wieder ab. Und manche von euch, so geht euch das, ob das jetzt im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein ist. Ihr fahrt mit angezogener Handbremse. Und da rüttelt es vielleicht ein bisschen. Vielleicht hat jemand anders auch die Handbremse gezogen. Wie gesagt, es geht hier nicht, wer hat Schuld und wer hat keine Schuld.
Ich weiß, dass das Leben manchmal Handbremsen ziehen kann. Ich weiß, dass andere Menschen Handbremsen in unserem Leben ziehen können. Aber ich weiß auch, dass wenn wir diese Handbremse lösen, dass auf einmal wir wirklich etwas erleben können, wo auf einmal wieder ein bisschen mehr PS auf die Straße kommt. Und wenn ich mir die Apostelgeschichte anschaue, dann sehe ich eine Truppe von Menschen. Sehe ich eine Truppe von Menschen, die nicht mit angezogener Handbremse, nicht mit Absicherung oder einer Lebensversicherung unterwegs war. Ich sehe eine Truppe von Menschen, die alles auf eine Karte gesetzt haben, nämlich Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und dieser Haufen von Menschen, die alle einen an der Rassel hatten, hat die Welt verändert, sodass wir heute immer noch hier sitzen. Ich möchte, dass wir ein paar Minuten zusammen beten und die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Wir wollen nämlich gleich auch ein abschließendes Lied singen, aber ich will vielleicht, dass jeder, wo er sitzt, einfach mal die Augen zumacht und jeder mit Gott vielleicht ins Gespräch kommt über das, was vielleicht dir wichtig geworden ist, wo Gott vielleicht irgendetwas benutzt hat von dem, was du gehört hast. Genau da, wo du jetzt sitzt, kannst du einfach Augen zumachen und mit Gott anfangen zu reden. Vielleicht hast du das noch nie gemacht und es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist so, wie als würdest du mit einem Freund reden, einfach nur in deinen Gedanken, dass du Gott sagst, okay, ich habe hier irgendwas gespürt, irgendwas hat mich bewegt, irgendetwas hat mich an einem Ort herausgefordert, wo wir sagen können, ja, da hat Gott geredet und jetzt ist die Frage, was ist deine Antwort? Vielleicht willst du beten heute, Gott, diese Revolution der Liebe fürs Leben, dafür möchte ich mein Leben geben. Vielleicht bist du müde vom Leben, müde vielleicht auch vom Dienst, müde von der Familie, müde von der Arbeit. Und du brauchst neue Kraft. Ist dein Gebet heute, vielleicht das Gebet, Herr, füll mich mit der Kraft deines Geistes. Ich will nicht mehr alleine laufen, ich will nicht mehr alleine kämpfen, ich brauche dich. Das braucht Demut. Das braucht ein Herz, das sagt, ja, ich brauche Hilfe. Aber wenn wir diese Hilfe in Anspruch nehmen, dann möchte Gott uns an die Kraftquelle anschließen. Vielleicht hast du dich ertappt gefühlt und gemerkt, dass du irgendwie so dein Christsein auch so ein bisschen alleine verbringen möchtest. So die offene Hand, da hast du dich ein bisschen wiedergefunden, weil du eigentlich sehr selbstbestimmt gerne lebst und gar nicht so richtig irgendwie dich festlegen möchtest, mit welcher Gemeinschaft, mit welcher Truppe du wirklich unterwegs bist. Oder vielleicht bist du mit angezogener Handbremse unterwegs. Hast du das vielleicht gar nicht gemerkt, so wie ich in dem Beispiel, dass du jetzt merkst, so jetzt, wo es gesagt ist, auf einmal du realisierst, ja, wenn ich ganz ehrlich bin in diesem Moment, ich irgendwie fährt es nicht so richtig. Irgendwie ist die Handbremse angezogen und vielleicht weißt du auch gar nicht, warum, aber vielleicht willst du einfach Gott sagen, ich will das nicht, ich will das loslassen, ich will, dass ich alles, was ich habe, dir zur Verfügung stelle. Nimm die nächsten Momente,
da mit Gott drüber zu reden. Vater, manche von uns sitzen hier und wir sind müde, wir sind ausgebrannt und ich bete für deinen Geist, Herr, der uns erfüllt. Ich bete, dass dein Geist kommt und neue Kraft gibt, Herr, die uns hilft, dass wir auffahren wie Adler. Dass wir wieder laufen, wieder einen Sinn sehen, vielleicht eine Perspektive, dass Hoffnung in unser Herz kommt, Herr, da wo das Leben, vielleicht das Leid und Verzweiflung alles dunkel gemacht hat, Herr, bete ich, dass in diesem Moment wir erfahren, dass deine Kraft durch deinen Geist uns wieder aufrichtet, im Inneren uns wieder eine Perspektive gibt, ein Ziel, Herr. Und dass, obwohl sich nichts äußerlich geändert hat, sich alles ändert, weil deine Kraft uns erfüllt, Herr. Herr, ich bete, dass da, wo die Versuchung ist, einfach nur unser Ding zu machen, wir wirklich danach fragen, was ist dein Ding und was ist dein Ding in der Gemeinschaft, in die du uns hineinrufst. Ja, und dann bete ich, dass wir da, wo wir vielleicht zurückhaltend sind, weil da irgendwie eine Handbremse gezogen wurde, wir selbst sie gezogen haben, andere Menschen, das Schicksal, Herr, dass wir an einen Punkt kommen heute, wo wir das einfach lösen. Dass wir dir sagen wollen, wir wollen mit unserem ganzen Leben dir folgen. Mit allem, was wir sind und alles, was wir haben. Wir wollen gemeinsam das letzte Lied singen, aber ich habe extra nicht Amen gesagt, weil unser Gebet genau in dieses Lied hineinfließen soll. Wenn du weiter beten möchtest, dann bete. Wenn du mitsingen möchtest, dann sing mit. Aber dieses letzte Lied ist, wo wir nochmal ausdrücken wollen, unsere Antwort auf das vielleicht, wo Gott uns ganz persönlich herausfordert.